Die EZB hat das mal wieder getan. Allein in der vergangenen Woche kauften die europäischen Währungshüter Staatstitel im Gegenwert von mehr als 12 Milliarden Euro. Man verschärft also so ein wenig das Anleihekaufprogramm wieder. Allerdings hat das insbesondere für Privatanleger gravierende Folgen, denn der Rentenmarkt trocknet mehr und mehr aus. Insbesondere mit europäischen Staatstiteln ist kaum mehr eine wirkliche Rendite zu erzielen. Insofern orientieren sich viele Anleger neu und Schwellenländermärkte rücken einmal mehr in den Fokus. Ob das auch an der Börse Stuttgart hier so ist, genau das wollen wir heute einmal mehr besprechen mit Bianca Becker, Rentenhändlerin hier an der Börse Stuttgart. Bianca, einfach mal direkt die Frage, wie sieht es denn derzeit bei euch aus im Rentenhandel unten? Ist es da auch bemerkbar, dass Anleger wieder verstärkt auf Schwellenländeranleihen setzen? Ja, absolut. Gerade bei den niedrigen Zinsen, niedrigen Renditen bei den europäischen Staatstiteln, europäischen Unternehmensanleihen rücken alle Schwellenländer einfach in den Fokus, weil einfach ja eine höhere Rendite zu erzielen ist, was natürlich wiederum auch bedeutet, ein höheres Risiko. Welche Länder stehen denn bei den Anlegern derzeit ganz besonders im Fokus und warum? Momentan im Fokus steht Osteuropa, da vor allem Polen und Rumänien. Rumänien hat jetzt auch eine neue Anleihe gebracht, die ist auch sehr stark nachgefragt bei uns. Unter anderem immer noch südamerikanischen Länder im Fokus, aber auch die Türkei. Wir sehen in den Schwellenländern wirklich hauptsächlich Käufe. Für die Anleger macht es die hohe Rendite einfach so attraktiv, weil europäische Staatstitel, Unternehmensanleihen bringen momentan einfach nichts, auch aufgrund der Käufe von der EZB. Und gegebenenfalls haben sie auch noch einen Währungsgewinn, den sie machen könnten, denn einige von den Schwellenländeranleihen werden in Fremdwährungen notiert. Du hast es am Rande bereits anklingen lassen. In jeder Chance liegt natürlich auch ein gewisses Risiko. Was sollten denn Anleger unbedingt beachten, wenn sie in derartige Schwellenländeranleihen investieren? Es ist eigentlich egal, ob Schwellenländeranleihen oder andere Anleihen. Man muss wirklich sich einfach informieren, muss up to date bleiben, muss sich mit den Unternehmen, mit den Ländern einfach beschäftigen, ja? Weil es verändern sich Sachen und es ist aber egal, welche Art von Anleihe man macht. Bei Schwellenländern muss man vielleicht einfach verstärkt auf die Politik achten, weil das politische Risiko, die Volatilität, die ist einfach bei den politischen Maßnahmen viel größer als jetzt bei Unternehmensanleihen. Also da wirkt sich sofort irgendwie auf die Preise aus. Und um Unternehmensnachrichten wollen wir uns jetzt zum Abschluss auch noch kümmern. E.ON plant, so viel wurde in dieser Woche bekannt, eine neue milliardenschwere Anleihe zu begeben. Man will vor allem die Kosten durch die Energiewende ein Stück weit damit abdecken. Wie sehen denn die Eckdaten dieser Anleihen aus? Es kommen 3 neue Anleihen von E.ON, insgesamt über 2 Milliarden Euro. Die Laufzeiten liegen bei 4 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren. Die 4-jährige Anleihe wird verzinst mit 0,375%, die 7-jährige mit 0,875% und die 12-jährige Anleihe wird mit 1,625% verzinst. Alle 3 haben eine schöne Stückelung von 1.000 Euro Minimum und ab morgen werden diese an der Börse Stuttgart handelbar sein. Man sieht also, die Renditen bzw. die Coupons in diesem Fall sind nicht wirklich hoch, wie du eben schon angemerkt hast. Insofern schauen Sie sich um, informieren Sie sich, bevor Sie in Anleihen investieren. Das war der Anleihenüberblick mit Bianca Becker, Rentenhändlerin an der Börse Stuttgart. Vielen Dank für das Gespräch. Danke auch.